Was geht? Corey hier. Willkommen zurück. Heute werden wir wahrscheinlich gestört, nicht von der Feuerwehr, sondern von Silvesterraketen. Wird nicht gerade davon geredet, dass wir keine Silvesterraketen benutzen dürfen. Und wie findet ihr mein T-Shirt? Falls ihr die ersten beiden Videos noch nicht gesehen habt, ich packe die Links in die Beschreibung und da könnt ihr draufdrücken und dann könnt ihr 1 und 2 gucken und das ist Teil 3. Und heute sprechen wir darüber, wieso du oder ich, er, sie, es gerettet werden müssen. Bevor wir anfangen, vergesst bitte nicht zu abonnieren und diese kleine Glocke zu aktivieren, weil dann werdet ihr kein Video mehr verpassen und ihr helft mir damit. Enorm. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Römer 6,23. Wir haben es verdient, zu sterben. Okay, das ist vielleicht nicht der schönste Anfang, aber darum geht es ja heute. Wieso wir gerettet werden müssen. Wir haben diese Heiligkeit, unser Recht verloren, in den Himmel zu kommen, als wir gesündigt haben. 1. Johannes 5,17. Alles Unrecht ist Sünde. Und ich denke, ich muss dir nicht sagen, dass du schon mal gesündigt hast. Jede kleine Sünde führt schon zum Tod. Bei Gott ist es ungefähr so, wie wenn du in Deutschland ein Gesetz brichst. Wenn es in Deutschland heißt, du darfst nicht morden und dann mordest trotzdem, hat Deutschland doch das Recht, dich ins Gefängnis zu packen, dich zu bestrafen dafür, weil du das Gesetz gebrochen hast oder das Gesetz nicht eingehalten hast, um ganz deutsch zu reden. Aber ich habe noch nie jemanden umgebracht. Bei Gott ist der Standard ein ganz anderer als der hier in Deutschland. Matthäus 5,22. Schon wer auf seinem Mitmenschen zornig ist, gehört vor Gericht. Das ist ein bisschen übertrieben, oder? Wer zu ihm sagt, du Schwachkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer ihn verflucht, der verdient es, ins Feuer der Hölle geworfen zu werden. Also du warst sicher schon mal zornig. Zornig. Gibt es ein besseres Wort für zornig? Sauer. Also warst du schon mal zornig oder sauer auf jemanden? Wir sind frei. Gott hat uns diese Freiheit gegeben, denn wir alle haben noch einen freien Willen. Aber wir nutzen diese Freiheit eher, um unser eigenes Ding zu machen und um gegen Gott zu handeln. Also da wir uns gegen Gott gestellt haben, indem wir zornig sind, hätte Gott, wenn er wollte, das Recht, uns zu bestrafen. Weil wir sind sozusagen in seinem Land, auf seiner Erde. Er ist der, der Erde und Himmel erschaffen hat. Es sind seine Regeln. Wir sind hier in seinem Land. Er macht die Gesetze. Das heißt, wenn wir uns dagegen entscheiden, hätte er das Recht, uns dafür auch zu bestrafen. Aber Gott ist nicht so, dass er nur darauf wartet, bis jemand gesündigt hat und dann sagt er, ha, er hat gesündigt, jetzt kann ich ihn endlich bestrafen. Gott ist unendlich gerecht. Und wenn du gerecht bist, dann kannst du nicht einfach weggucken, wenn jemand etwas Falsches tut. Er kann nicht einfach sagen, ja, okay, egal, ihr habt zwar gesündigt, aber alles ist okay, alles ist... Ich vergesse es einfach. Gott ist ein Richter. Er kann nicht einfach weggucken, wenn er jemanden sieht, der auf der Anklagebank steht. Steht man da drauf oder sitzt man da drauf? Auf der Anklagebank sitzt. Er kann nicht einfach weggucken und sagen, nee, alles ist perfekt, alles passt. Nein, er ist zu gerecht. Das heißt, er muss das bestrafen, was Unrecht ist. Aber Gott ist so gnädig mit uns. Er liebt uns so sehr, dass er diesen Preis für uns zahlen möchte. Dass er diese Strafe für uns erleiden möchte. Und dieses Geschenk müssen wir nur noch annehmen. Dann versuche ich halt nicht zu sündigen und alles richtig zu machen. Okay, versuche es. Aber wenn du nur einmal lügst, zornig bist, gegen Gott bist, nur einmal, dann musst du bestraft werden. Geschweige davon, dass du eh schon gesündigt hast. Es hilft dann nichts, wenn ihr alle anderen Gebote genau einhaltet. Wer nämlich auch nur gegen ein einziges seiner Gebote verstößt, der hat gegen alle verstoßen und das ganze Gesetz übertreten. Früher wart ihr gewissermaßen unbeschnitten, denn ihr habt euch von eurer sündigen Natur bestimmen lassen und wart durch eure Schuld von Gott getrennt. In seinen Augen wart ihr tot,
Klar, wir haben gesündigt. Aber er hat euch mit Christus lebendig gemacht und alle Schuld vergeben. Kolosser 2,13. Deshalb ist Jesus gekommen. Weil wir aus unserer eigenen Kraft vor Gott nicht gerecht sein können. Wir können nicht so viel tun. Oder wir können nicht alles einhalten. Oder wir können Gottes Standard nicht erreichen. Jesus hat die Strafe für uns erlitten, damit wir freigesprochen werden. Du musst es nur noch annehmen. Vergesst nicht, auch Christus hat gelitten, obwohl er frei von jeder Schuld war. Er tat es für unsere Sünden und starb für uns schuldige Menschen, und zwar ein für allemal. So hat er uns zu Gott geführt. Sein Körper wurde am Kreuz getötet, der Geist Gottes aber erweckte ihn zu neuem Leben. Das sind so schöne Bibelstellen. Wir können uns nicht verdienen, vor Gott gerecht zu sein. Oder, dass Gott uns liebt. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben haben wird. Johannes 3,16. Wieso müssen wir gerettet werden? Weil wir den Tod verdient haben. Aber wir müssen nur Jesus annehmen. Du musst nur Jesus annehmen, dass er für dich gestorben ist und Gott deine Schuld vergeben hat. Und das ist der Weg in den Himmel. An Jesus glauben. So, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, ich habe die Frage beantwortet. Wie kommt man in den Himmel? Falls ihr noch Fragen habt, stellt mir gerne die Fragen unten in die Kommentare. Ich lese mir sie gerne durch und beantworte sie. Das ist so eine wichtige Frage und leider hören es zu wenige und zu wenige nehmen das an. Es ist nicht so schwer, in den Himmel zu kommen. Wir müssen nur annehmen, nur daran glauben, dass Jesus für uns gestorben ist. Alles andere kommt danach. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaut die anderen Videos noch, falls ihr die nicht gesehen habt. Und vergesst nicht zu abonnieren. Liked doch das Video, falls es euch gefallen hat. Und teilt es in die Welt hinaus, weil jeder muss diese Message hören. Ja, dann kann ich nur noch sagen, Corey hier, ihr da, alles klar.